Ich bin als Sohn italienischer Einwanderer in Zürich aufgewachsen und verbrachte viel Zeit meiner Kindheit in der italienischen Pfarrei hier in Zürich. Und abgesehen von der Kirche, wo ich auch ministriert habe als kleiner Junge, gab es natürlich auch diesen wunderschönen alten Theatersaal, so wie man sich das vorstellt, mit roten Samtvorhängen und diesen Leinwänden, die man hoch oder runter kurbeln konnte. Das war dann entweder meine Gaststube oder ein Sommergarten. Also richtig toll. Ich glaube, das gibt es nicht mehr so oft. Da habe ich natürlich auch Theater gespielt, aber abgesehen davon gab es dann oftmals am Sonntagnachmittag Filmvorführungen. Und zwar die richtig alten, großen Schinken. Quo Vadis, Ben Hur, Moses, die 10 Gebote. Das war immer ein Highlight und insbesondere für mich, weil ich konnte dann immer mit Don Paolo, war ich im Vorführraum und ich weiß noch genau, dieser Projektor, da habe ich einfach immer nur dazu geguckt und war fasziniert, wie auf der einen Seite halt die Filmrolle kleiner wurde, auf der anderen größer. Und wir das dann in der Halbzeit, haben wir das dann zusammen gewechselt in der Pause. Und so dieses Bild, dieser Duft, dieser Geschmack in diesem Theatersaal, diese Filmrolle, die kleiner und größer wurde, der volle Theatersaal, diese Bilder. Ich glaube, Sie haben es verstanden. Es gibt nur einen Film, der all das verbindet. Kindheit, Unschuld, Italianità, der Süden, Kino. Cinema Paradiso von Giuseppe Tornatore.